Hallo miteinander, schön, dass ihr wieder da seid. Also in dem letzten Video, das der Carsten reingestellt hat, in diesen Aufnahmen, Nachtaufnahmen, die waren in 1080 HD und einige Zuschauer haben sich eben gewünscht, dass man diesen Super Night Modus von der Osmo Action 5 Pro also in 4K mal sehen könnte. Jo, dann sind wir gestern losgezogen und haben ein paar kleine Videos gedreht oder gefilmt, wie man das auch sagen möchte. Jo, und der Carsten wird euch jetzt dazu dann ein bisschen was erzählen und ich bin auch schon wieder weg. Und hier kommt schon die Stimme aus dem Hintergrund. Also für alle, die das Video heute anschauen, am 3. Oktober, erst einmal einen schönen Feiertag. Wie ihr seht, haben wir mit dem Drehen begonnen. Beim wunderschönen Sonnenuntergang und das ist auch so geblieben. Also genial, man sieht jetzt am rechten Ausschnitt eben die alte Cam, die 3er Osmo Action. Und das ist schon wirklich ja, grenzwertig aufgenommen, wie gesagt in 4K. Mit der neuen 5er Pro im Super Night Modus, auch 4K, 30 Frames. Sorry. Soweit ich gelesen habe bei DJI, ist es in 8-Bit. Und bei der rechten, bei der alten Kamera, bei der 3er, habe ich auch 8-Bit eingestellt. Bei dem Rocksteady Modus. Und sofort eine Korrektur. Also rechts ist 10-Bit, das Beste rausgeholt, was ging. Also hier war es noch recht unspektakulär. Allein die Farben am Himmel, das ist schon der Hammer. Fasziniert mich total. Wir hatten ja die Kamera gekauft, weil wir jetzt zwei Mikrofone koppeln können. Und nicht wie hier im Night-Modus, aber das ist schon... schöne Zugabe. Von der Qualität her ist bei mir also die persönliche Meinung, da ist Schluss bei der Osmo Action 3. Das ist für mich also nicht mehr zu gebrauchen. Was das Farbprofil betrifft, sind beide auf Standard eingestellt. Also nichts in D-Log oder so. Sieht man ganz deutlich, wie kriselig das Bild da schon wird bei der 3er, also auf der rechten Seite vom Bild. Das ist so gar nichts mehr zu gebrauchen. Die 5er wird hier auch schon kriselig. Ja, das liegt halt auch daran, dass wir uns bewegen, das fällt halt da deutlich auf. Aber immer noch für mich persönlich völlig akzeptabel. Ich finde das genial.
Zum Ende hin vom Video haben wir uns mal in Bewegung gesetzt und da kann man ganz gut die Stabilisation testen. Mal wieder rauf auf den Berg. War schon der Nebel auf der Straße. Toll. Wir fahren übrigens durch meine Heimatstadt hier durch Selb. Es liegt an der tschechischen Grenze ganz oben bei Asch. Also Grenzübergang Selb-Asch. Danach kommt schon die ehemalige DDR da oben. Wir sind hier im Dreiländereck. Ach, die Birgit. Ein Danke an die Birgit fürs Fahren. Im Video oder unterhalb ist, glaube ich, das Senksbaden. Da könnt ihr eine kleine Spende machen, wenn ihr wollt. Könnt ihr ihr mal einen Kaffee ausgeben. Sie hört gerade nicht mit, aber die wird sich bestimmt freuen. Danke. Dunkelste Nacht. Ich verabschiede mich jetzt einmal. So langsam. Danke, dass du dabei wart und zugeschaut habt. Ich hoffe, das ist jetzt okay für die wo das in 4K sehen wollten. Ich habe es persönlich ja noch nicht angeschaut. Ich bin hier noch beim Schneiden. Ich lasse mich da mal ein bisschen überraschen, wie das am Fernseher dann ausschaut. Also macht's es gut. Bis bald. Tschüss.